Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Multiplanet. Und zwar, hoppala, bin ich angestoßen beim Stativfuß, das ist nicht gut. So. Und zwar heute geht's um meinen neuen Kretinwärter. Ihr seht schon, er ist zerlegt. Nicht ohne Grund. Leider muss man sagen. Und zwar, ich habe hier schon mein Multimeter. Es ist schon auf Durchgangsmessung gestellt. Wenn ich hier die Kontakte zusammenhalte, piepst es. Zwar dieses Gerät, zur kurzen Erklärung einmal, hat meine Haussicherung ausgelöst. Also es hat die 16 Ampere B-Sicherung, Leitungsschutzschalter ausgelöst. So, und dann hat das Gerät nichts mehr eingespeist. So, als erstes haben wir dann gedacht, da drin im Gerät, da ist so eine kleine Sicherung, so ein kleines Paket, den wir durchmessen. So, okay, schon nicht durchgangsfähig, lässt nichts durch, okay. Dann als nächstes den Kondensator da, oder ich weiß nicht genau wie das Teil heißt, aber ich weiß, dass es keinen Durchgang haben sollte. Das passt schon einmal, das passt auch schon mal, das hat auch keinen Durchgang, so, der mal passt. MOSFETs messen, tun wir mal, die sollen auch keinen Durchgang haben. Zu keinem Kontakt. So. Zwar passt auch. Und Nummer 3 hat durchgekommen. Passt. Dann müssen wir weiter. Also da ist schon mal der Fehler, eine Fehlerquelle. Nummer 4 passt wieder. Hm? Was jetzt? Kein Durchgang, okay. Doch, Durchgang, okay. Also Nummer 5 ist auch kaputt. Passt. Ha. Nummer 7 ist auch kaputt. Ja, da braucht man ihn gar nicht mehr weitermessen. Die MOSFETs, da sind sehr viele durch, da hat sehr viel zerfetzt. Finde ich jetzt nicht so cool. Zwei Tage war das Gerät in Betrieb, das da und hat 400 Wattstunden bei mir jetzt eingespeist und dann fliegen einfach die Dings durch, oder brennen eher gesagt die MOSFETs durch. Das finde ich sehr, sehr blöd. Das Gerät wird auf jeden Fall zurückgehen. Den Mikroinverter GTI 600 Watt. Siehst du alle Daten? Dieses Gerät ist nicht zu empfehlen, ich würde es nicht weiter empfehlen, weil das noch zwei Tage bereits so viel MOSFETs durchbrennen und dadurch Haussicherung fliegt, das sollte nicht sein. Ja. So haben wir einen kurzen Einblick geholt, ich das einfach mal sagen, was ich da entdeckt habe, was da passiert ist. Sehr schade auf jeden Fall. Ja. Das Gerät wird nur zurückgehen, ich werde mir einen neuen bestellen, neuen Kretinwärter. Nicht mehr von der Marke, nehmen wir das so ein Teil. Ja, da mal schauen. Ne? Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Freunde, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.